Deutschland gegen und mit Italien. Das ist mehr als Fußball. Dabei treffen zwei Philosophien, zwei Schulen aufeinander. Schlicht gesagt, ein Klassiker. Alles begann in Mexiko. Halbfinale 1970. Italien führt durch Boninsegna, als ein italienisierter Deutscher, Karl-Heinz Schnellinger, Sekunden vor dem Ende den Ausgleich schafft. In der Verlängerung eröffnet Gerd Müller mit einem Tor, das nur er, und wirklich nur er, so schießen konnte, das Drama der Verlängerung. Burknitsch gleicht aus, bevor Gigi Riva Italien kurz vor Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung wieder in Führung schießt. Gerd Müller wird mit 10 Toren Torschützenkönig der WM. Sein Treffer zum 3:3 gelingt nach Vorarbeit von Uwe Seeler. Keine 60 Sekunden später ist Italiens Vollstrecker Rivera mit dem Siegtor zur Stelle. Das Etikett Jahrhundertspiel hat seitdem nie mehr jemand in Frage gestellt. 12 Jahre später Madrid, diesmal WM-Endspiel. Das Italien von Enzo Berzot ist in der zweiten Halbzeit klar überlegen. Schnell heißt es verdient 2:0 durch Tardelli. Karl-Heinz Rummenigge schaut verletzt zu, als das 3:0 durch den eingewechselten Altobelli die Sache klar macht. Der Treffer von Paul Breitner ändert nichts am dritten WM-Titel der Italiener. Nicht gegen, aber in Italien flaniert Franz Beckenbauer einsam entrückt im siebten Fußballhimmel, als der dritte WM-Titel Deutschlands in einer römischen Notte Magica durch das Elfmetertor von Andy Brehme Realität wird. Die Krönungsmesse von Beckenbauer. Deutschland 1:0 durch Andreas Brehme. 2006 veranstaltet Deutschland ein Sommermärchen. Die Weltmeisterschaft kulminiert, wie sollte es anders sein, im Halbfinale gegen Italien. Italien kommt weiter und wird Weltmeister. Unsere Gäste, Karl-Heinz Rummenigge, immer vorne dran, auch im Trikot von Inter Mailand. Als Fußballer ein Ausnahmestürmer, ein Vollstrecker. Jetzt Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, bleibt er ein Mann für Spektakuläres. Aus Italien, Luca Toni. Ave. Auch er, Stürmer und ein Mann für die besonderen Momente auf dem Platz sowie im wirklichen Leben. Unerschrocken, ohne Anpassungsprobleme in der Bundesliga und im Zirkusbetrieb, eroberte Luca Toni die Bundesliga-Tabelle einschließlich der bayerischen Herzen im Sturm.